Hey, ich habe eine gute Nachricht für dich. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott dir abgewandt ist. Lass uns heute mal über Gnade sprechen. Die Definition von Gnade ist, dass Gott uns zugewandt ist, und zwar voller Liebe und dann doch völlig unverdient. Wenn wir also davon sprechen, dass wir einen gnädigen Gott haben, dann reden wir davon, dass Gott uns nicht abgewandt ist, sondern genau das Gegenteil, dass Gott uns zugewandt ist mit einem liebevollen Blick und für uns dann doch völlig unverdient. Eine Person, die Gnade in ihrem Leben erlebt hat und deswegen gar nicht mehr aufhören kann, von Gnade zu sprechen, das ist Paulus. Paulus war so ein Typ, er hat die Gemeinde von Jesus verfolgt, er hat die Leute richtig fertig gemacht, er hat richtig Radau gemacht. Und auf einmal hatte er eine Begegnung mit Jesus, Jesus vergibt ihm, zeigt ihm Gnade. Und das ganze Leben von Paulus wird verändert, völlig unverdient, aber mit voller Liebe, wie Jesus ihm begegnet. Und wir merken relativ schnell, das hat Paulus so sehr geprägt, in all seinen Briefen, die er schreibt, kann er gar nicht mehr aufhören, von Gnade zu sprechen. Wenn wir seine Briefe durchlesen, das ist fast ein Feuerwerk von Gnade, was er da in jedem Brief immer wieder erwähnt. Lass uns mal gemeinsam reinschauen, zum Beispiel im Römerbrief. Wenn wir das erste Kapitel anschauen, er begrüßt die Leute: Hey Leute, servus, ich bin's, Paulus. Zack, zack, ein bisschen Vorgerede. Und dann beginnt er mit Kapitel 1, Vers 7. Hier, Leute, an euch in Rom, die Gnade sei mit euch. Vergesst nicht, wir haben einen zugewandten Gott, voller Liebe und völlig unverdient. Er schreibt dann einen Hammerbrief, 16 Kapitel lang für uns. Und er endet diesen Brief im 16. Kapitel mit: Leute, das war's jetzt hier, geh langsam Richtung Ende. Vers 20 heißt dann, aber vergesst nicht, die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Er spricht schon wieder von Gnade, er macht es voll zu seiner Floskel. Er spricht ständig von Gnade. Wir blättern mal eine Seite um, sind im Korintherbrief, den er auch geschrieben hat. Und wir entdecken wieder seine fast schon Floskel, dass er sagt: Leute, ich bin's wieder, Paulus, heute mal an euch hier in Korinth. Die Gnade sei mit euch. Vergesst nicht, dass Gott auch euch zugewandt ist, voller Liebe und völlig unverdient. Und Leute, lasst uns mal kurz in den letzten Vers der Bibel reinschauen, in das letzte Kapitel in Offenbarung. Wir sind in Offenbarung 22, im letzten Vers der Bibel, Vers 21. Dreimal dürft ihr raten, um was es dort geht. Es geht um Gnade. Die Gnade des Herrn Jesu sei mit euch allen. Hammer, oder? Und damit ist gar nicht so sehr gemeint, dass wir etwas tun müssen, um diese Gnade zu bekommen. Nein, nein, der Wunsch ist vielmehr an diesem Bibelvers, dass es uns stets vor Augen ist, dass wir einen Gott haben, der uns zugewandt ist. Und zwar voller Liebe und für uns doch völlig unverdient. Das ist Gnade.